Ja, servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Eurotruck Simulator auf meinem Kanal. 126.000 Euro haben wir mittlerweile schon bekommen. Wir sind in Kassel und werden mal gucken, was wir hier fahren werden heute. Okay, irgendwie nichts Interessantes dabei. Ich würde den nehmen. Kommt, nehmen wir den nach Osnabrück. Als Navi-Ziel einstellen. Kommt. Dann nehmen wir den, machen wir die Fahrt und dann soll das reichen. 4.500 Euro, irgendwas circa, Pi mal Daumen, ne? Ich denke mal, das sollte auch reichen vom Geld her. Ist zumindest ein bisschen was, was wir wieder bekommen. So. So, sehr schön. Also fahren wir nach Osnabrück und bei BCP den Anhänger da vorne, der ist es schon. Den Auflieger. Und dann sollte das eigentlich passen. Ich wollte gerade sagen, kommen hier keine Autos. So. Da. Zack. Aufträge. Komm. Gib her. Danke. Alle gefragt. 4.600 Euro. Komm, dann machen wir die eben mal schnell. Ist ja kein Problem. Ja, das ist ja kein Problem, Leute. Kriegen wir hin. So. Sehr nice. Also Auflieger haben wir. Dann geht's mal los mit der Windfahrt. Einmal nach Osnabrück. Was transportieren wir? Leere Paletten, 22 Tonnen. Okay, nach Transinet. Transinet? Transinet. Okay. Sollte eigentlich. Ja, fahr doch. Oh. Ja, jetzt fährt. Ach, Leute, 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 Leute. Zack, einmal die Kurve kriegen hier. So, mal gucken. 3 Stunden in, ne, in 3 Stunden die nächste Pause. Wie lange brauchen wir noch? 4 Stunden, okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal schlafen, aber das machen wir unterwegs dann, noch nicht jetzt. Kriegen wir unterwegs noch hin. Ich fahre vor allem sehr, sehr gerne hier LKW. Das macht richtig viel Spaß, finde ich. Klar, ist es irgendwann ein bisschen langweilig, die ganzen Touren zu machen, aber ich finde, es macht auch teilweise richtig Spaß, hier mal im LKW zu sitzen und eine Tour zu fahren. Von daher wird ETS 2 definitiv weiterhin kommen.
montags und donnerstags. Ich habe jetzt ein paar Tage die Folgen ein bisschen schleifen lassen, auch wegen dem LS19 Battle, wegen ARK-Vorbereitung für Sommer-Event und alles. Und ja, aber ich werde mich dran halten und gucken, dass wir ordentlich Folgen wieder machen und Let's Plays auch als Videos für die, die keine Livestreams gucken können. Hat ja nicht immer jederzeit irgendwie 5 Stunden Livestream nachzugucken oder so. Von daher, da wird auf jeden Fall als Videos auf jeden Fall wieder einiges kommen jetzt. Ist einiges in Planung, einiges in der Mache. Ich bin nebenbei auch noch daran, die alten Videos auch noch zu überarbeiten und alles zu machen. Das dauert aber natürlich auch noch einige ganze Zeit, weil so viel Zeit bleibt neben dem Hauptjob bleibt dann nicht mehr über. Denn Aufnahmen, eventuell Livestreams und Vorbereitungen, was weiß ich was, das dauert und dauert und dauert. Aber wir kriegen es hin. Irgendwann wird der Kanal super in Ordnung sein, so wie er, so, vor allem so wie ich ihn haben will auch jetzt. Ja, kriegen wir hin. Definitiv. Kriegen wir definitiv hin, Leute. So. Ich höre ganz schnell Ecke. Wie ist das so leise? Ist das so leise, der LKW? Okay. Cool. Oh. Ich habe mich gerade gewundert, habe ich überhaupt Ton an? Tja. Ist ja so leise, Wahnsinn. So. Gut, sind ja nur 180 Kilometer bis nach Osnabrück, bis zum Ziel. Das sollten wir eigentlich relativ gut schaffen. Spätestens Freitag 16:26 Uhr müssen wir ankommen. Okay, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Das ist nicht das Thema. Also geht es jetzt einmal auf nach Osnabrück. Dann werden wir gucken, dass wir dort den nächsten Auftrag dann bekommen. Dann sollte das passen. So. 160 Kilometer noch. Wir brauchen auf jeden Fall bald einen Schlafplatz. Ein Schlafplatz. 2 Stunden 11 Minuten noch. Ich bin, glaube ich, gerade aus Versehen ans Mikro gekommen. Sorry dafür. Ich werde jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir es eventuell noch schaffen, vor der Pause eventuell anzukommen. Wäre vielleicht ganz in Ordnung, aber okay. Kriegen wir hin. Wo müssen wir frühestens da sein? 12 Uhr mittags. Da haben wir sowieso noch Zeit. Wir haben gerade mal 2 Uhr. Da brauchen wir uns nicht abhetzen. Da brauchen wir uns nicht abhetzen, Leute. So, habe ich Tempomat wieder drin. Dann passt das auch so. Da brauche ich mich nicht abhetzen. Das geht locker von der Hand alles dann. Ja, sondern jetzt ist natürlich irgendwie eine Polizeibesperrung oder sowas, ne? Oder ein Unfall, wo wir dann Umweg fahren müssen. Das ist dann natürlich nicht ganz so praktisch. Aber gut, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin, Leute. So.
120 Kilometer noch, das geht runter wie nix. Schön. 7000 Kilometer sind wir schon, glaube ich, gefahren, steht unten in der Anzeige. Ja, ist nicht viel. Aber wir haben schon trotzdem gut was zusammengefahren. Das muss man wirklich sagen. Also schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Für die paar Folgen schon. Definitiv nice. Gut, wir haben ein paar Folgen ja auch am Anfang gebraucht, um einen eigenen LKW zu kaufen. Aber passt auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist ein Schlafplatz. Dann werden wir den nutzen, Leute. Wir können auch immer mal noch mal tanken. So. Ach, 356 Euro, das ist nix. So, abstellen und einmal schlafen. So, wir kommen zu Ruhe und es ist taghell. Wir können weiterfahren mit unserem Trailer hier. Kommt von da was? Nein. Nice. Jetzt können wir wieder von draußen. Wir sehen was. Kein Problem. Wenn wir von draußen was sehen, dann ist das in Ordnung, Leute, ne? Gut. Weit ist es nicht mehr. 100 Kilometer noch. Wir haben ein gutes Stück geschafft. Hoppala. 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 Nice. So, Leute. Nach Osnabrück, das heißt, wir müssen einmal geradeaus. Können wir auf eine 3 Spuren fahren, dann fahren wir einmal rüber wieder. Aber Leute, ich sitze wirklich gerne hier im Steuer. Dann sehen wir das von hier so an. 80 km/h dürfen wir fahren, nice. Sehr schön, Leute. Jetzt können wir wieder Gas geben, Leute. Gas geben. Nice. 75 Kilometer noch knapp. Noch 75 Kilometer knapp. Wahnsinn. Geilo. Geilo. So. Wo geht's da lang? Rotterdam, Duisburg. Und noch irgendwas anderes. Sehr schön. Leute, das läuft doch. Das läuft doch, Leute, hier. Noch knapp 55 Kilometer jetzt. Kein Problem. Kriegen wir locker hin.
Kriegen wir doch locker hin noch. So. 12:44. Gut. Das heißt, wir könnten die Fracht jetzt schon abgeben, wenn wir da wären, aber bis dahin fehlen noch 45 Kilometer. Bis dahin fehlen noch 45 Kilometer. Okay, jetzt nur 40. Geht relativ schnell. 40 Kilometer ist nix. Nix ist das. Für das, was wir insgesamt noch fahren werden in Zukunft, das sind 40 Kilometer echt nix. So. Sehr schön. Direkt Gas geben. Okay, wir sind jetzt in Osnabrück. Wir nach rechts blinken. Also nur 7 Kilometer. Wahnsinn. Sind nur 7 Kilometer. Läuft und läuft und läuft. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Ich war wirklich gerne hier im Führerhaus. Macht echt Fun. Oh. Ein paar was auch davon haben, auch mal von außen. Wobei, wie gesagt, ich fahre wirklich lieber von drin. Viel, viel lieber. So. Zack. Und dann hier noch rein. Dann sind wir da. Wo willst du die Ladung stehen haben? So, einmal rückwärts rein. So. Einmal ordentlich reinstellen. Ah, fast. Fast
etwas zufriedenstellend. So, einmal absatteln. Dann wäre es das wieder gewesen hier mit der Fahrt nach Osnabrück. Wir haben jetzt insgesamt 4.631 Euro bekommen. Sehr schön geübte Arbeit. Wow. Fortfahren. So, was haben wir sonst noch für Aufträge in der Stadt? Aufträge, wir gucken mal. Nicht gesamt. Gesamt ist klar. Gibt es mit Sicherheit einiges Schönes. Das will ich schon mal meinen, aber ich will im Prinzip jetzt gucken, dass wir erstmal hier aus der Stadt was kriegen, was interessant wäre. Wir fahren nicht mit Sicherheit nicht. Okay, das nach Rotterdam. Le Havre waren wir auch schon. Rotterdam waren wir schon. Was wäre denn da interessant, Leute? Eigentlich das, was am meisten Geld bringt hier, ne? Altkunststoff. 15 Tonnen nach Rotterdam. Was hätte Rotterdam zu bieten? Aha, okay. Ich glaube, dann machen wir das. Dann machen wir das wahrscheinlich als nächstes. 7.442 Euro. Ja, gut. Dann ist es halt so. Kriegen wir hin. Das auf jeden Fall. So. 127.000 haben wir jetzt aktuell. Wie viel Kredit ist noch offen? Schauen wir auch das nochmal. 71.000. Okay, kriegen wir hin. Das ist kein Problem. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich sag einmal bis dahin, Servus und Tschüss.